Eine der wichtigsten Dinge, die du als Christ wissen musst, ist die Aussage, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Widersteht dem Feind, so flieht er vor euch. Hier ist eine ganz klare Job Description enthalten. Du und ich, wir müssen widerstehen und wenn wir das tun, muss der Teufel fliehen. Er muss fliehen, wenn wir widerstehen. Und genau darum geht viel in unserem geistlichen Leben. Dass wir einfach die Dinge über uns ergehen lassen, dass wir nicht widerstehen, sondern Dinge schlucken. Dass wir uns damit arrangieren, dass wir sie akzeptieren. Nein, die Bibel sagt, widersteht. Widersteht. Das heißt, grab deine Haken ein, sag nein, bis hierhin und nicht weiter. Ich lasse nicht weiter zu, dass meine Ehe kaputt gemacht wird. Ich lasse nicht weiter zu, dass meine Kinder auf Abwege kommen. Ich lasse nicht weiter zu, dass ich schon wieder hier bedrängt werde, dass Krankheiten mich überwältigen und so weiter und so weiter. Ich lasse nicht weiter zu, dass ich beraubt werde, betrogen werde und so weiter. Du musst deine Haken eingraben und sagen, ich gehe hier in eine geistliche Widerstandsbewegung hinein. Für mich persönlich, für mein Umfeld, mein Arbeitsplatz, meine Firma, was auch immer. Ich stehe hier und ich sage, ich widerstehe den Mächten, die das rauben wollen oder zerstören wollen. Und ich möchte dafür einfach jetzt für dich beten, wenn das dich in irgendeiner Weise betrifft. Ein Gebet des Widerstands gegen die Mächte, die gegen dich stehen. Ist das okay für dich? Dann möchte ich dich bitten, dass du dich eins machst mit mir und einfach dieses Gebet für dich persönlich in Anspruch nimmst. Im Namen Jeschua HaMashiach stehen wir jetzt für meinen Bruder und meine Schwester gemeinsam ein und erklären, dass die Machenschaften des Feindes zurückgewiesen sind. In der Autorität des Namens Jesus Christus weisen wir diese Dinge zurück. Wir sagen zurück da, wo Krankheiten einfach das Leben rauben. Zurück, wo Gesundheit gestohlen wird, wo Finanzen gestohlen wird, wo gute Beziehungen gestohlen wird, wo Arbeitsplätze gestohlen wird, wo Dinge geraubt werden, die vom Herrn für meine Geschwister freigesetzt sind. Wir sagen zurück, 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 im Namen Jesus, weiche. Wir widerstehen. Wir widerstehen den Machenschaften des Bösen. Wir widerstehen negativen Gedankenfestungen. Wir widerstehen da, wo der Feind durch feurige Pfeile Menschen dazu bringt, falsch zu denken. Wir widerstehen. Im Namen Jesus, weiche. Ich spreche aus Freiheit. Ich spreche aus Wiederherstellung. Ich spreche aus Gesundung. Ich spreche aus Heilung. Ich spreche aus Heil. Ich spreche aus, dass die guten Segnungen des Herrn wiederhergestellt werden. Und dass das, was der Feind geraubt hat, wiederhergegeben werden muss. Auch im gesundheitlichen Bereich, im finanziellen Bereich, beziehungsmäßigen Bereich. Ich spreche Segen aus, den Segen Gottes über dir. Den Segen Gottes über dir. Und ich lade dich ein, das wirklich ernst zu nehmen und zu sagen, so werde ich jetzt auch beten. Ich werde dem Feind widerstehen. Ich lasse nicht länger zu, dass er mich hier einfach so vorführt. Ich widerstehe, ich nehme meine Position ein und ich werde für das, was der Herr mir anvertraut hat, in der guten und richtigen Weise kämpfen. In dem Sinne möchte ich dich einladen, tritt in eine positive Widerstandsbewegung gegen die Machenschaften des Feindes in deinem Leben ein. Und du wirst wirklich sehen, Gott hat mehr für dich.